Szene war wie folgt. Dennis Wehren, glaube ich, spielt einen langen Ball. Es wird heißen, verlängert ihn auf Stefan Richter. Und ja, Posch hat dann ein bisschen rumgewühlt, mit links abgeschlossen. Das Ding ist reingegangen. Ich glaube, das war ja die erste oder zweite Chance, die wir in dem Match zu spielen hatten. Und 3 Punkte eingefahren, das zählt. Wir sind gut gestartet jetzt mit 2 Siegen und wissen natürlich, dass uns jetzt Samstag gegen Weiche nochmal ein ganz anderer Kaliber begegnet. Die stehen zu Recht da oben, haben da Bern eine starke Rückrunde gespielt und wir wissen, was auf uns zukommt und wir müssen alles abrufen, um hier was auf der Lohmühle zu erreichen. Aber da glaube ich schon, dass wir auf unser Publikum, auf die Fans zählen können. Dann springt der Funke wieder auf uns über und dann hoffe ich mal, dass wir den nächsten Dreier einfahren können. Das ist schon ein besonderes Spiel für uns, weil es ja doch ein Schleswig-Holstein-Derby ist. Und von daher freuen wir uns auf Weiche, aber es wird ein ganz, ganz schweres Spiel. Denn Weiche hat eine ganz robuste, eine erfahrene Mannschaft und wir müssen uns sehr strecken, wenn wir was holen wollen.